Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plekkans. In der letzten Folge hatten wir hier die Hunde erledigt. Und jetzt ist der Weg frei ins Amphitheater. Wo auch wieder irgendwas auf uns wartet. Ja, Feinde. Aber nur noch menschliche Gegner, die besser sind als Hunde. Meinst du? Ja, da hat man auch weniger Mitleid. Hast du Mitleid mit diesen Kampfbestien gehabt? Ja. Ich nicht. Die würden dich auffressen, wenn du dich nicht wehrst. Ja, aber sie machen es nicht aus ihrem freien Willen heraus. Ja, doch. Nein. Die kontrolliert ja keiner. Die kamen ja sogar selbstständig Aurelia. Angerannt. Und unser Faulpelz. Ihr hättet doch die Türschelle benutzen können. Ich hätte euch aufgemacht. Hallo, Luciano. Ein Wiedersehensfest ganz ohne mich? Das verletzt mich. Wo ist Lysander? Tot. Gut gemacht. Aber warum lebt sie noch? Das war nicht Teil des Plans. Das wird Urias gar nicht gefallen. Halt den Mund. Was denn? Bekomme ich keinen Begrüßungskuss? Aha. Ja, wir haken aber nach. Die beiden stecken unter einer Decke. Ja, und die Hunde sind nicht freiwillig gekommen, weil wir ja gepfiffen haben, um sie zu rufen. Dann kamen sie wie Roboter angelaufen. Genau, weil sie darauf trainiert sind. So, Aurelia hält sich nicht an den Plan von Urias. Das heißt, wir können ihr etwas mehr Vertrauen schenken. Zumindest gehört das vielleicht wahrscheinlich ja, nicht zu ihrem Plan. Vielleicht ist ja so eine Dreifachagentin und arbeitet in Wahrheit für die Chinesen. Ja, das kann auch sein, aber... Naja, wir haken nach. Was soll das heißen, dass ich noch lebe, war nicht Teil des Plans? Das soll heißen, unsere Schöne hier hatte den Auftrag, dich aus der Welt zu schaffen. Aber Urias hatte wohl recht. Du bist zu weich, meine süße Aurelia. Und wieder einmal muss ich hinter dir aufräumen. Lasst keinen am Leben. Und Gelegenheit hatte sie ja genug, uns zu töten. Nachts im Lager. Also, ja. Wir haben einfach nie geschlafen. Ja. Das sind ja gar nicht so viele Gegner. 6 Stück. Er ist ja noch nicht im Kampf, wie ich das sehe. Das ist richtig. Und wir haben da hinten irgendwie so Sklaven. Ja. Und hier waren bestimmt die Hunde drin. Naja. Wir stechen einfach zu, weil wir es schon können. Ich weiß nicht, wollen wir dann nach da hinten hinlaufen und die aufmachen, oder? Ja, also. Gut, die kommen ja vermutlich eh nach hier vorne gelaufen, das sind ja keine Fernkämpfer. Die hier schon, ja. Also der Feind meines Feindes ist ja immer noch mein Freund. Ja, aber vielleicht sind die auch bei der dritten Partei wie Aurelia. So als Unterstützung von dem mysteriösen Auftraggeber, von dem noch keiner was weiß. Ja, genau. Ja. Oh, oh. Ah, sie haben ja keinen Initiativschlag. Ich bin nix. Ja, siehste, er mit seinem Holzknüppelchen da. Also die kommen ja dann auch hier hingelaufen. Dann hatte ich eigentlich vor, mit ihr mich da hinterher zu schleichen und hier aufzumachen. Ja. Oder unsere Schattengestalt kann aufmachen. Kann die aufmachen? Ich weiß nicht. Zumindest kann sie schießen. Ich meine, die kann doch bestimmt auch Sachen benutzen. Ist die Frage, ist das eine Schattenarmbrust, die sie hat, oder ist das eine reale Armbrust? Ich glaube, sie hat auch noch Hände. Echte Hände? Ja, ja, Schattenhände. Damit kann man das schon machen. Und dann geht sie hier hin und kann leider nicht auf ihn schießen. Ja, egal, der ist eh bald tot. Ja, können wir auf ihn schießen. Da können wir, wenn die weg sind, einfach die Schattengestalt hinter ihn machen. Sparen wir uns Weg. Ist richtig. Wäre bestimmt doch lustig, wenn wir alle da reingerannt wären. Das könnte uns helfen. So muss denn. Nee, heilen muss er nicht, hatten ja Pause. Ja, aber wir buffen ihn, bevor wir gar nichts machen. Gut, wir hätten auch Feuerzauber machen können. Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Ja. So, ihr könnt ihr jetzt hier irgendwie nochmal. Er macht Wunden, also ihn könnt ihr ja töten, aber. Aber das wollen wir nicht. Weil Wunden sind gut. Ach, nur zuverlässig 3, ne? Ja. Finde ich auch ziemlich gut. Warum machen wir so viel Schaden? Ja, weil die keine Rüstung haben. Aber so viel?
jetzt kommt es drauf an. Ja, nee. Hat keine Schattenpatscherhände. Ja, doch, aber sie kann nur mit Schattendingen. Ah, doch. Okay. Da war der Hebel. Dann. Also. Auf geht's, Kanonenfutter. Ja, ich wollte es gerade sagen, die haben nicht viel zu lachen, fürchte ich. Aber wenn der erste tot ist, dann schnappen sie sich die Waffe. Was war der denn? Er hasst Kisten. Oh, ich hasse Holz. Wir buffen ihn immer noch. So, dann gehen wir mal näher ran, damit man was sieht. Wow, man sieht so viel mehr. Ah, leider können wir ihn jetzt nicht erreichen. Ja, wir können gar keinen erreichen, ne? Ja, aber wenn wir uns jetzt hier hinstellen, ja, dann wird er hier wahrscheinlich langlaufen und dann kriegen wir so einen Initiativschlag, weil das ja zwei Felder weg ist von uns. Dann kann er den hier töten. Und sie tötet ihn? Na, das ist aber optimistisch. 24. Ja, fast. Er kann den töten. Ja, ich sag's dir. Ha, siehste, bewaffnet. Ja, bewaffnen sich, gar nicht dumm. Und sogar an den Waffendingern hier. Wobei, sind gar keine. Doch, das sind nur so Waffenständer, oder? Der ist hier. Na, ja, dann sieht man sie nicht. Wäre schön, wenn man sie sieht und sie dann weg sind. Ja, jetzt wird's aber anspruchsvoll. Gib dir eine kleine Heilung, damit wir kein volles Mana bekommen. Du spielst so rational. Oh Gott, hätten wir ihn bloß nicht befreit. Wir sind ja für seinen Tod quasi verantwortlich. Jede Sekunde ist frei. Und Freiheit ist besser als 10 Jahre in Gefangenschaft. Der war froh, dass er frei gestorben ist. Ja, aber wir hätten ihn ja nach dem Kampf befreien können. Ja, er hätte ja auch im Käfig bleiben können. Stimmt. Ach, dann hätte er ein Problem, mit uns zu kommen. Du Arsch, hast uns nicht geholfen. Ja, so dann los. So, die anderen befreien wir auch, weil wir wahrscheinlich keine Chance bekommen nach dem Kampf. Wow. Zuverlässig 10 Schaden. Aber auch zuverlässig viel eingesteckt. Vielleicht überlebt ja einer. Sind uns dann ziemlich dankbar und sagt, hey, ich suche mal ein Schwein namens Frenkel. Ja, wir heilen ihn mal. Oh, jetzt wirst du aber hier dekadent. Jetzt, wenn du hier schon die Heilung für das Kanonenfutter raushaust. Ja, siehst du, wir haben seine Wunde weggeheilt und das hat uns gedankt, indem er ausgewichen ist. Geblockt hat. Ist ja immer noch ein Unterschied. Na. Wo sind die Türen? Da? Ja? Okay. Das ist der Hebel. Kommen wir in der nächsten Runde ran. Noch. Ja, da geht er hin. Ah, die anderen drei werden überleben. Das sind drei Felder. Ja. Jetzt hast du es auch gesehen, ne? Ja, man muss das testen. Oh. Nein, wir wollten den Typen doch befreien. Der liegt doch nur rum. So, du willst ihn jetzt am Leben lassen. Du musst mit Aurelia noch mal ein Stück da hochlaufen. Ach, die Schattengestalt ist ja weg. Warum sagt das denn niemand? Ja, wollte ich ja. Was? Ja, ich habe nicht gesehen, dass sie weg ist, aber ich habe gesagt, hier, wir müssen die noch befreien. Ja, ich wollte sie auch. Was machst du denn? Jetzt stirbt er noch, pass auf. Hinterher!
her! Bringen wir diesen Luciano zur Strecke und dann brennen wir alles nieder! Ja, mit Feuer hat er's. Ja, er ist ja auch verurteilter Brandstifter. Mit Todesfolge, wenn ich Mordbrennerei richtig übersetze. So, rasten müssen wir nicht, ne? Nee. Ganz leise. Nee. Aber er ist noch nicht der letzte Endboss, ne? Das ist ja wahrscheinlich Urias. Vermutlich. Und ein Drache erwartet uns auch noch. Der wurde uns zumindest versprochen. Oh. Was haben wir denn hier? Ja, wir können bestimmt die Regale auf die werfen. Aber jetzt noch nicht. Also, unsere Bewegung reicht jetzt nicht aus, um hinzukommen und umzuwerfen. Ja, aber wir können es an dem ausprobieren. Andererseits können wir es dann nicht mehr umschmeißen. Ja, wir werfen die wahrscheinlich nach vorne um. Ja. Oder in die Richtung, in der wir dran stehen. Ja, ja. Ich nehme es an. Wir lassen sie einfach kommen und warten. Mit allen. Da rechts stehen nicht zufällig auch noch irgendwelche Feinde rum? Nee, nur die vier, also. Guck doch hier in der Last. Ja, 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 nicht, dass da irgendwie. Ja, hier noch so bestimmt hier noch. Hier so zwei Wachen und der. Aber erstmal müssen wir die Panzer. Oh, das ist, hier sind die guten Wachen hier draußen. Zumindest machen die mehr her als die da drin. Um uns aufzuhalten. Oh Gott. Ein schöner Plan. Ich habe den Zwerg nur rausgezogen, damit ich sie rausziehen kann. Ja. Und sie umwerfen. Schmeiß das Ding mal um. Na gut. War nicht so. Ich dachte, vielleicht erwischt es den einen da noch, ne? Ja. Aber man kann ja nicht alles haben. Keine Wunden? Vielleicht können wir ihn umwerfen. Treffen natürlich nicht. So, ihr solltet den einen da antanken. Bei Angriff! Also, wir schlagen zu. Der erste ist tot. Weil wir klug gewartet haben, waren wir zweimal hintereinander dran. Hatte der dann irgendwann noch eine Wunde gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Oh, da muss der Zwerg aber einiges einstecken. Naja, 9. War jetzt nicht so viel. Also so, vielleicht können wir ihn umwerfen. So. Ja, ganz normal heilen. 100% Trefferwahrscheinlichkeit ist ja. 100% waren es? Ja, wenn ich mich nicht ganz arg verguckt habe, waren es 100%. So, er wartet, damit sie nach vorne laufen kann. Die er zuschlägt. Mit 100% Chance. Weil er am Boden liegt. Oh. Wir buffen ihn mal. Können noch einen umschmeißen, oder? Ja. Erstmal gucken wir, ob wir hier. Reicht mir sogar 2. Ja, sonst könnten wir auch nur einen umwerfen und so machen wir halt noch Schaden. Naja, ist schon richtig. Aber nichts einzuwenden gegen den Plan. Die scheinen irgendwie immuner gegen Wunden zu sein. Ja, mit so einer Rüstung da. Die fängt da auch was ab. Ja, aber wenn ich ja Schaden mache, dann habe ich ja die Rüstung nicht drin. Ja, aber vielleicht machst du auch nur so stumpfen Schaden. Wie bei einer kugelsicheren Weste. Ach so. Wo die Kugel ja nicht penetriert, sondern nur ihre Energie ablädt und dann vielleicht eine Rippe bricht. Anstatt irgendwas die Lunge zu durchbohren. Genau. Ja, das ist schon richtig. Und das kann durchaus auch arg behindernd sein, wenn man... Ja, ich glaube, mit diesem Stab, den er da hat, oder Speer, macht man nicht so einen stumpfen Schaden.
Aber es ist ja eigentlich auch müßig, darüber zu diskutieren. Erstmal einen Beschwerdebrief an die Entwickler schreiben. Speere sind nicht geeignet, stumpfe Wunden zu verursachen. Ihn treffen wir mit 95%, ihn mit 50. Vielleicht ist, weil wir zu nah dran stehen, durch die Größe des Schwertes. Weil das ist ja außen schneller, sprich hat mehr kinetische Energie. Ja, na gut, für die Trefferwahrscheinlichkeit des Schnurz. Wahrscheinlich kann er das nur nicht blocken, weil er es nicht kommen sieht. Kannst du, also Logik. Ja. Wir können ihn treffen, aber er kann es nicht kommen sehen. Ja, damit rechnet niemand, dass der Zwerg einen Schritt zur Seite macht, dann der Speer dadurch kommt. Ja, das ist schon. So, wir heilen ihre Wunden mal weg. Weil es bestimmt uns ja noch ein Kampf. Richtig. Ins Haus. Ich nehme an, dazwischen ist noch nicht mal eine Pause. Ich nehme es auch an, wenn wir die. Ja, wir müssen die Tür sogar selbstständig öffnen. Wer ist da? Schläger. Wer? Berufsschläger. So, wir sparen Mana. Wir könnten ihn auch verbrennen, aber wer weiß, was der Gute noch drauf hat. Obwohl er so wie so ein Schwächling aussieht. Er hat mich irgendwie an so einen Wiesel erinnert. Oder eine Bisamratte oder sowas. Das Werfen ist gut, ne? Ja. So. Dann würde ich doch glatt sagen, machen wir erstmal Pause. Ja, aber wir könnten uns noch positionieren. Ja, das ist richtig. Dann geht's nächste Folge gleich richtig los. Sodass wir dann gleich da reinstürmen. So, er natürlich ganz nach vorne, ne? Ja. Unser Magier wird wahrscheinlich die Tür aufmachen. Das ist also ein bisschen Stereotyp, ne? Wie wir unsere Gruppe gebaut haben. Wieso? Ne, ich weiß nicht, so ein Zwerg als Tank, dann so einen langen Dürren als Stabmann. Gut, der Zauberer war der Zauberer. Da haben wir nichts mehr zu tun. Einzig Gerlinde fällt so ein bisschen aus der Rolle. Naja. Ja, und Aurelia als Offensivzauberin ohne Zauber. So, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann geht's Luciano an den Kragen. Bis dahin.